schauen gehen. Dieses Motto, das gilt wahrscheinlich oder galt besser gesagt heute auch in Oberndorf an der Melk, denn dort haben die Rapidler gespielt und weil dieser Landesliga-Club auch in Grün-Weiß normalerweise antritt, hat man dem Rekordmeister quasi zu Ehren verzichtet auf die grün-weißen Leibchen und hat gleich ganz Kontrast geboten, nämlich Violett. Kein Akt der Gastfreundlichkeit oder Respektbezeugung gegenüber dem großen Gegner, vielmehr ein psychologischer Trick. Warum Violett? Weil Violett ist die Reizfarbe von Rapid. Naja, die Oberndorfschen Ambitionen laufen lediglich bis zur 24. Minute nach Plan. Dann geht's Schlag auf Schlag, Eckball pro Senik und Michael Hartz besorgt das 1:0 für den Rekordmeister. Der Hartz, der 14er. Michael Hartz zum ersten Mal seit langem von Beginn an wieder mit dabei. Er dankt des Trainer Weber mit dem Führungstreffer und das 2:0. Fast so schnell für unseren Kameramann, das erzielt Deutschland-Legionär Angelo Vier. Das Ganze eine Minute später. Ja, die Oberndorfer Fans feuern ihre Mannschaft trotz Rückstandes unverändert begeistert an. Wirklich nützen tut es allerdings nichts. Ecke pro Senik. Teuter Leichtfried lässt den Ball durch und Singler nützt die Gelegenheit nach 34 Minuten. Ja, der Oberndorfer Trainer Schweighofer kann einem leid tun, denn die Rapidler zeigen vor der Pause noch einmal ihre Krallen. Herauf ideal auf Singler, der lässt den Torhüter der Oberndorf aussteigen und erzielt das 4:0. 4:0, auch der Pausenstand. Der Aufstieg in die dritte Runde des Memphis Cup ist schon zur Halbzeit geschafft. Auch Trainer Herbert Weber kann beruhigt sein. Nach der Pause ändert sich so gut wie nichts am Spielcharakter. Der Große lässt dem Kleinen keine Luft zum Atmen. Ideale Auflage für Markus Pürk. Das ist bereits das 6:0. Pürk hat davor auch schon das 5:0 für Rapid erzielt. Das muntere Tore-Schießen geht weiter. Angelo Vier besorgt zwischendurch das 7:0. Und bei diesem Stand gibt es auch die einzige wirkliche Chance für Oberndorf. Ladislav Meyer patzt. Aber Jan Kralik hat den Ehrentreffer auf dem Fuß, mehr allerdings nicht. Und den Schlusspunkt einer Partie auf einer schiefen Ebene setzt in der 90. Minute Marek Penkser. Tumult im Oberndorfer Strafraum und der kleine Tscheche feiert sein Tor mit der obligaten Penkser-Rolle. Rapid 8, Oberndorf 0. Es wäre schlimm, wenn kein Unterschied da wäre. Ne? Wir sind Profis, trainieren tagtäglich und Oberndorf, das weiß ich nicht, aber sicherlich nicht so oft wie wir. Also viele Tore von Grün-Weiß. Am Dienstag würden uns schon zwei solche möglicherweise